WhatsApp-App auf dem Android-Handy. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier das App WhatsApp. Das ist eine Nachrichten-App. Und hier unten habe ich meine Kontakte und hier die SMS-App. Was ist denn der Unterschied zwischen SMS und WhatsApp? Mein SMS, das läuft nur, wenn ich ein Abo habe. Also wenn ich eine SIM-Karte habe, aber das SMS läuft dann wirklich immer und überall, solange ich die mobilen Daten eingeschaltet habe. Früher kostete ein SMS etwa 20 Rappen, heute sind die meistens gratis. WhatsApp ist ganz ähnlich, aber eigentlich viel ausgeklügelter und man kann hier Bilder schicken, man kann telefonieren und WhatsApp funktioniert irgendwie überall, wo ich ins Internet komme. Wenn ich jetzt keine SIM-Karte habe, dann habe ich aber vielleicht zu Hause WLAN oder ich bin in irgendeinem Restaurant oder in einem Hotel oder bei Freunden, die haben ein WLAN. Ich brauche dazu noch einen WLAN-Schlüssel, den tippe ich dann ein, aber dann kann ich immer und überall auf der ganzen Welt WhatsApp schreiben, obwohl ich keine SIM-Karte hätte oder keine Verbindung zum mobilen Netz. Ich starte nun einmal WhatsApp. Hier sehe ich die letzten Nachrichten, die ich erhalten habe. Hier sind die Personen aufgeschrieben und da gibt es noch einen Status und Anrufe. Man kann tatsächlich telefonieren. Ich gehe mal zuerst zum Status. Was sehe ich beim Status? Hier gibt es Leute, die stellen ab und zu eine Nachricht als Status bereit. Und alle, die die Natel-Nummer von dieser Person kennen und haben und das WhatsApp installiert haben, die sehen dann diese Nachricht. Meistens sind es Fotos oder zum Teil auch Filme. Hier bei Anrufe offenbar habe ich jemandem angerufen und die Person hat nicht abgenommen. Oder umgekehrt, ich habe nicht abgenommen und jemand hat mich versucht zu erreichen. Bei den sogenannten Chats, ich bin da hier wieder zurück, da kann ich nun jemandem eine Nachricht hinterlassen. Zum Beispiel schreibe ich hier der Cornelia. Die Grünen sind jene Chats, die ich geschrieben habe und die Weißen sind Antworten. Ich kann also etwas schreiben. Und wenn ich jetzt hier die Enter-Taste drücke oder hier das Senden-Zeichen, dann geht diese Nachricht weg. Ich sehe hier eine Uhr, die war ganz schnell sichtbar. So lange hat es gedauert, bis es gesendet wurde. Zwei Haken bedeutet, die Nachricht ist angekommen. Ein Haken würde bedeuten, die Nachricht ist gesendet. Und zwei blaue Haken bedeuten, das Gegenüber hat die Nachricht gelesen. Ich könnte auch ein Foto machen. Das heißt, ich kann jetzt sofort eine Aufnahme machen. Ich sehe hier das Bild in meinem Büro. Ich klicke hier drauf, dann gibt es ein Foto und jetzt kann ich dieses Foto noch ein bisschen bearbeiten. Ich kann hier auf Zuschneiden klicken und ich zupfe das ein bisschen nach unten, das hier nach oben, denn alles vom Büro muss man ja da nicht sehen. Etwa so. So. Und ich könnte es hier auch noch drehen, das will ich jetzt aber gar nicht. Fertig. Und ich könnte noch etwas schreiben oder einfach senden. Was kann ich noch? Ich kann tatsächlich eine Sprachnachricht senden. Ich mache das einmal. Dann muss man hier drauf bleiben und solange ich hier drauf drücke, nimmt es nun genau diese Nachricht auf. Und wenn ich das Mikrofonsymbol wieder loslasse, dann wird diese Nachricht gesendet. Oder ich kann hier auf die Büroklammer klicken und ein Bild aus meiner Bildergalerie schicken. Oder eben wieder eine Bildaufnahme machen oder ein Dokument mitschicken. Was ich aber super finde, ist hier der Standort. Das heißt, ich kann jemandem mitteilen, wo ich gerade bin. Stimmt, das GPS, also das Ortungssystem, ist im Moment abgeschaltet. Ich muss das zuerst einschalten. Hier einschalten.
dann gehe ich hier wieder zurück und jetzt sucht mein Nattel, ich bin natürlich jetzt im Büro, meinen Standort herauszufinden. Es hat den Standort hier herausgefunden, auf 23 Meter genau. Ich kann das natürlich jetzt sofort senden oder ich kann sogar meinen Live-Standort senden. Also wenn ich jemanden treffen will in der Stadt, ich klicke das nun einmal, dann wird mein Standort dauernd aktualisiert. Und zwar eine Stunde oder 8 Stunden oder so lange, wie ich jemandem meinen Standort immer aktuell mitteilen will, dann sieht mein Gegenüber ganz genau, wo ich mich gerade befinde. Und so kann man sich wirklich super treffen in einer Stadt oder man kann jemandem zeigen, wo man gerade ist. Ich mache das nun einmal eine Stunde, senden und jetzt kriegt das Gegenüber, also Cornelia, meinen Live-Standort bis um 11 Uhr nachts. Hier könnte ich es natürlich auch wieder beenden. Wenn ich eine Nachricht schicken will, und zwar nicht gerade an diese Person hier, dann kann ich hier auf Nachricht klicken. Es kommt mein ganzes Adressbuch zum Vorschein. Ich kann hier nach unten scrollen und dann jene Person aussuchen, der ich eine Nachricht senden will. Und dann beginnt es wieder von vorne mit all diesen Möglichkeiten. Das war's.